Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1602. So, bei uns ist ja irgendwie das Spiel abgeschmiert oder irgendwie sowas ähnliches. Wir waren gerade dabei, Gewürze zu bauen. Wobei ich gerade am Überlegen bin, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir jetzt vielleicht irgendwie eine Insel mit Tabak besiedeln würden. Oder vielleicht sogar eine mit Weintrauben. War nicht hier eine? Ja, hier war Weintrauben, aber da kriege ich nur ein oder zwei hin. Das ist ziemlich für die Tonne. Das heißt, ich müsste Gewürze verkaufen, damit ich Tabak einkaufen kann oder so. Wobei, Tabak können wir machen. Also ich brauche ja nur eins. Tabak könnten wir machen. Da hätten wir 1, 2, 3, 4. Wir könnten theoretisch 4 Tabak machen. 4 Tabak könnten wir da irgendwie unterkriegen. Also quasi. So. 1, 2. Vielleicht sogar hier noch einen. So, irgendwie. Das wird halt sehr eng. Also, 1, 2, 3 und 4 oder so. 1, 2, 3, ja, das könnte knapp werden. Und 4. Also 4 Tabak könnte man da theoretisch unterbekommen auf dieser Insel. So. Aber ob uns das jetzt wirklich so viel bringt, ist jetzt die andere Frage. Ich denke, ich fange hier unten erstmal an mit Gewürze bauen. Also nicht mit Tabak, sondern Gewürzen. So, und da war ja die Frage. So. Das wäre die richtige Anordnung. So, dann würde ich da doch mal die Gewürzplantage bauen. Gewürzfeld. Und den ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war ein Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wären 2 Felder. Und das würde dann exaktum nur passen. Okay. Das heißt, wir können hier sein. 1, 2, 3, 4. Und ein leer, 1, 2, 3 und 4. Und 5. 1, 2, 3, gut. So, dann war das sogar einer zu viel. Irgendwie ist meine Maus gerade ein bisschen zu schnell. Einen ganz kleinen Tacken. Okay. Das heißt, den da unten, den hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Ihr könnt es nochmal ausprobieren übrigens. Zack. Zack. Gewürzplantage. Die wäre da. Das würde passen. Und die wäre da. Das würde auch passen. Das heißt, die beiden sind eigentlich unnötig. Da habe ich mich verzählt. Ja, wahrscheinlich um einen. Als ich da ein bisschen rumsortiert habe. Okay. Das heißt aber, zack, zack, zack. Und zack, und das bedeutet, wir können eigentlich schon gleich da ein Gewürzfeld hinpacken. Dann bräuchte ich diese Gewürze auch nicht einfarmen. Stoffe erholen sich langsam auch. Wie gesagt, wir wollen ja eigentlich schön einfarmen. So, und die Weißen würden dann vernichtet werden müssen. So, die hätten Tabak, haben die auch Wein? Ja, haben die. Das ist gar nicht so schlecht, dass die das haben. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich gar nicht schlecht. Ja, 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 ja. Gut.
Dann, genau, da unten, das lassen wir jetzt einfach mal wachsen. Meine Bürger bekommen Baumaterialien, aber sie wollen gerade ja gar nicht bauen. Genau. Das ist ja der Witz, weil sie haben keine Schule. Und sie haben auch kein Wirtshaus. Oder braucht ihr hier auch ein Wirtshaus? Nö, ihr braucht noch gar kein Wirtshaus. Ah, doch, okay, die brauchen ein Wirtshaus. So, aber sie bräuchten eigentlich erstmal noch eine Schule. Wo ist denn das Wirtshaus? Irgendwo muss ich dann doch eins haben. Ach, hier. Okay, und die äußeren hier, die haben halt keine. Das heißt, das ist so Abreißfläche. Das ist eigentlich auch okay. So, das Lager ist voll. Wir können mal gucken, ob wir ein Konto aufwerten können. Können wir nicht. So. Das heißt, wir warten hier mal auf das Gewürzfeld. Dann haben wir nämlich Gewürze und dann können wir die auch verkaufen. Und wir machen das ja eigentlich alles jetzt ganz gemütlich, also recht gemütlich, nicht so in Panik verfallen. So, da ist bloß die Frage, was ist wo näher? So, das könnte sogar sein, dass diese Gewürzfelder jetzt sogar reif sind. Dann würde ich da doch mal eine Gewürzplantage draufsetzen. Einmal und zweimal. Okay, sie sind noch nicht reif. Sonst würden sie jetzt schon arbeiten gehen. Jetzt sind sie reif. Okay. Wunderbar. Dann lasse ich sie jetzt mal ein bisschen ernten. In der Hoffnung, dass sie halt quasi die Strecke, die ich bebauen möchte, auch bald abernten. Tom, tom, tom. Tom, tom. Tom, tadam, tom, 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 tom. Also hier möchte ich da unten natürlich die Straßen hinbauen. Die mache ich natürlich aus Steinen. Aus Gesteinse. Also irgendwie wollen die Leute gerade nicht. Okay, ich müsste eigentlich immer gucken, was... Okay, die brauchen noch Tabak. Wie gesagt, Tabak könnten wir da oben eigentlich anbauen. Also wir könnten da hinfahren und eine... Also nicht hier, sondern da. Sondern und uns eine eigene Tabakinsel bauen. Und hier oben hätten wir eine Weintraubeninsel und hier hätten... Okay, aber das ist nicht bei uns. Da, 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 da. Da, 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 da. Ey, die pflücken echt überall, bloß nicht da, wo ich will, dass sie pflücken. Das ist unglaublich. Wie viel haben die jetzt eigentlich? 2 Tonnen. Okay, das ist noch nicht die Welt. Ich glaube, mit 4 oder 5 Tonnen ist ja voll dann, ne? Da, 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 da. Ah, Greensleeves ist so ein tolles Lied. Und
So. Bam, 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 bum, bum, bum. Ah, wie gesagt, wir lassen uns Zeit mit dem Spiel. Holz. Wollte ich Holz verkaufen? Ja, ich wollte. Ja, ich verkaufe Holz. Allerdings. Okay. Das hat also nicht so wirklich geklappt, so wie ich das wollte. Deswegen machen wir das halt mal so und so. Okay, das war die Überlegung, die ich vorher hatte. Soll ich vielleicht weiter oben den bauen? Damit der nicht so einen weiten Weg hat. Ja, wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Ist jetzt aber auch egal. So. Das heißt, den Spaß haben wir. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja. Feuerwehr. Feuerwehr. Wunderbar. Ich überlege halt gerade, ob wir... wir wirklich zu Bürgern aufsteigen wollen. Also eigentlich wäre es gar keine blöde Idee, zu Bürgern aufzusteigen. Das würde uns schon entgegenkommen. So ein bisschen glaube ich schon. Also die Gewürze kaufen sie uns weg. Das Holz nicht und die Lebensmittel nicht. Du, 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 tam, 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 tam. So, ich bin gerade am Überlegen, was Tabakwaren kosten. Zu viel, meiner Meinung. Was würde Alkohol kosten? Auch relativ viel. Deswegen bin ich eigentlich fast am Überlegen, ob es sich lohnt, da oben diese Betriebskosten für nicht hier, hier, für Tabak zu nutzen. Und dann halt wirklich vier so Tabakplantagen hinzubauen. Dann würde ich die rohen Tabakblätter runter transportieren. Und dann könnten wir nämlich, also ich meine hier dieses Pendeln, das brauche ich eigentlich definitiv nicht mehr. Das könnte man anders machen. Das könnte man machen, dass wir hier den Spaß einfach direkt verkaufen. Da habe ich ja Verkaufserlöse. Achso, das sind Gesamtverkaufserlöse. Dann würde ich das wirklich mal sagen, dass wir hier sagen, hier verkaufen wir auf jeden Fall Lebensmittel und Gewürze. Und ihr würdet halt aufhören. Du kannst jetzt noch nach Hause fahren. Und dann war es das eigentlich auch. Und dann würde ich vielleicht nochmal zurückfahren. Und da die Baumaterialien einsammeln. Weil hier kann ich ja Kakao. Die Insel ist wichtig für später, aber jetzt erstmal noch nicht. Da wären auch Baumwolle und Gewürze. Da ist halt nur Gewürze. Also auf der Insel hier kann ich wirklich nur Gewürze anbauen, nicht Kakao. Und hier hätte ich... Die Insel ist eigentlich für die Tonne, die brauche ich gar nicht. Und da ist halt Baumwolle und Gewürze. Und Gold vor allem, also... Oh, hier ist wirklich gar nichts. Also die kann ich eigentlich aufgeben. Ich weiß gar nicht, warum ich die habe. Okay, das Schiff ist da. Dann würde ich das ausladen. Und hier würde ich auch gerne ausladen, aber das geht gerade nicht. Dann würde ich doch sagen,
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Der wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann fahren wir mit dir da hoch. Und dann überlegen wir uns mal, wie wir halt hier wirklich sinnvoll... Das könnte hier so sein. Oder hier oben. Hier oben klingt es nicht schlecht. Aber eigentlich wäre für die direkte Anbindung hier unten viel sinnvoller. Ich brauche halt eine große Abdeckung. Das ist halt das, was ich brauche. So, wir fahren mal dahin. Dann schauen wir uns das mal an. Wie wir das am sinnvollsten machen können. Wir wollen halt die Insel möglichst maximal abdecken. Damit wir auch möglichst maximal den Tabak daraus holen können. Und da oben wäre ja noch Weintrauben. Ansonsten hier nicht, ne? Das ist zu. Und das hier ist Zuckerrohr. Aber da gibt es halt keine Baufläche. Also hier könnte ich halt theoretisch 4 Tabakfelder drunter kriegen. Das müssen wir uns halt angucken, wenn das Schiff dann da ist. So. Pom pom. Tudeli tum. Tum ti tum ti tudeli du. Tidli ram. Tidli tam. Pam pam. Pam pam. Da gibt es halt 50 Taler. Das heißt, ich könnte eigentlich meine Schiffe auf Tour schicken, um hier oben, also meine Schiffe, ich habe hier nur eins. Aber ganz ehrlich, ich fahre lieber zu einer Insel und sammle mir meine Tabakfelder ein, als und habe meinen eigenen Tabak. Das ist halt der Punkt. Ich will eigentlich meinen eigenen Tabak haben. Da, da, da. Da, da. So ganz pfiffig fährt der nicht, also vielleicht wäre es sinnvoller hierher zu fahren. Aber das ist halt wirklich das Problem, dass ich die Inselabdeckung möglichst maximal brauche. So, dann würde ich gern dahin. Dann würde ich mal schauen wollen. Hier hätte... Oh, die wäre gut. Zack. Ah, die ist auch ausreichend. Ja, aber hier gibt es kein zusammenhängendes Feld. Nur so, und das wäre dann wieder Verschwendung von Platz. Wenn ich das aber so mache, dann ist die Abdeckung eigentlich fast optimal und die verschwendet nicht so viel Platz. So ist die Abdeckung nicht so toll. So, wir drehen noch mal ein bisschen. Also hier ist die Abdeckung halt einfach kacke. Und hier hinten wäre sie okay. Aber ich verschwende Platz, den wir für Felder gebrauchen könnten. Also hier ist eigentlich fast... Hier ist echt fast am besten. Ich würde es halt gerne hier hin tun. Weil das vom Einzugsgebiet besser ist. Aber warte mal. Das Problem, das ich da halt habe... So, wir sind bei Tabak. Ich muss eh so bauen. Oder ich baue es so. Dann würde das da gehen. Okay. Und dann könnte ich hier unten nochmal bauen. Oder hier so. Und so. Ich wollte eigentlich 4 unterbringen. So, warte mal. Da. Also. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
super. Das heißt, das passt eh. Dann kann ich hier noch sagen, 1. Also das würde passen. Da und hier rüber. Dann hier so. Wobei ich den dann sogar noch ein Stück weiter nach unten ziehen könnte. Das wäre ja dann unproblematisch. Und dann könnte ich hier noch sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, das kriege ich nicht hin. Also wir hätten den da. Den da. Dann könnte ich hier noch einen reinhauen. Und hier oben einen. So. 1, 2. 1, 2, 3. Sag mal, ich verrutsche gerade mit der Maus die ganze Zeit. Wir sind noch am Plan. Eins. So. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6. Okay, das heißt, das geht auf jeden Fall. Hier geht's halt, hier ist einer, hier ist einer, da oben ist einer. Oder da ist einer und dann kann ich hier noch irgendwie einen hinsetzen. Vielleicht, nee, so nicht. Aber den kann ich quasi nach da drüben schieben. Nee, das wird nichts. Ich muss den irgendwie... Also. Den kriege ich ja so hin. Das heißt, der andere müsste hier sein. Und wenn ich den hier hin patsche, dann passt es da drüben. Okay, also wir müssen unseren Kontur dahin bauen. Für die maximale Auslastung und Ausnutzung. So. War nicht unbedingt meine beste Wahl. Also nicht unbedingt das, wo ich es haben wollen würde. Intuitiv. Aber das war's jetzt halt. So, jetzt hoffentlich reiße ich den Kontur nicht ab. Da, 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 da. So. Also, dann laden wir mal aus. Ja, 30 hätte ja gereicht. Manchmal bin ich schon so ein Mongo. Okay. Tabakfeld. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und dich. Wunderbar. So. Kann ich hier noch sagen, 1, 2, so vielleicht, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, na, super, 2, 3, 4, äh, 1, 2, 3, 4, okay. So, dann kann man überlegen, also hier oben kriegt man auf jeden Fall noch zwei hin. So, Tabak, nee, Tabakfeld, das war ja die Geschichte. So, hier kriege ich auch auf jeden Fall noch einen hin. Dann ist halt die Frage, das würde passen.